Du sammelst Socken. Einmal. Oh, jetzt aber Action. Komm, komm, komm. Das ja mal ausprobieren. Das einer. Ja. Ich habe so viel Energie. Ich fühle mich wie eine Stewardess der Liebe und das bin ich. Herzlich willkommen beim Glücksrad mit Sonja Kraus. Ganz royal hört sie auch heute wieder im Bereich der Konsonanten und Vokale mit zarter, aber gerechter Hand regieren. Und hier ist Thomas Hermanns. Auf der finalen Etappe der Tour de Alphabet konnte er seine Führungsposition verteidigen. Sein einziges Doping, gute Laune. Die allerdings in Hochdosierung. Wir begrüßen Kai Müller, 37 Jahre alt Store-Manager aus Mönchengladbach. Neben der Liebe zu allen Arten von Spielen hat er ein besonderes Hobby. Kai sammelt Socken. Ob ihn das Glücksrad heute von den Socken haut? Hallo. Und wir begrüßen Doro Lutze, 57 Jahre alt Friseurmeisterin aus Bremen. Doro weiß nicht nur, wo die Schere angesetzt werden muss. Sie kann auch mit dem Pinsel umgehen, denn sie ist leidenschaftliche Malerin. Herzlich willkommen. Und wir freuen uns auf Norbert Klotz, 40 Jahre alt aus Wiel. Norbert arbeitet als Food Coach und weiß alles rund um Essen und Trinken. Er will uns heute zeigen, dass nicht nur Milch müde Männer am Rad munter macht. Herzlich willkommen. Bitte schön. Also, erstmal, ihr seht fantastisch aus, aber ich war ja kurz sprachlos und das passiert bei mir sehr selten. Kai, ja. Bei deinem Hobby zieht es mir die Socken aus. Ja, verrückt. Du sammelst Socken? Ja, genau. Warum? Naja, es ist ja so, man fängt da irgendwann mit an und bekommt das geschenkt und denkt irgendwann, ach, und wie cool, dann zieht man zwei getrennt voneinander an, die nicht zusammenpassen. Und dann kriegt man das halt immer wieder geschenkt. Und dann sind es irgendwann, wurde aus der ersten Schublade die zweite. Und dann denkt man, okay, jetzt muss man die Klamotten auch dazu passend kaufen. Und dann wird es verselbstständigt sich. Also so. Meine Waschmaschine, die sammelt auch Socken. Ja. Aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der tatsächlich, ich möchte natürlich deine Socken sehen, zeig. Hier drauf. Ah. Oh Gott. Einmal. Oh, so mit so Lollipops. Genau. Ach, dann auch noch verschieden. Ja. Deshalb ist es egal, ob die Waschmaschine sie isst. Also das darf man dann als Sockensammler auch, genau. einen so. Ja, sicher, warum Mensch, denn nicht? Mensch, das ist die Problemlösung. Ja, klar. Bist du bereit? Sehr gerne. Sehr schön, ihr auch? Yes. Ja. Ja, strahlende Augen. Dann würde ich sagen, wir legen los mit der ersten Runde. Und was brauchen wir natürlich dazu noch? Genau. Die Spielregel. Lieber Thomas, würdest du uns noch mal erleuchten? Liebe Sonja, das mache ich doch sehr, sehr, sehr gerne. Wir spielen drei Runden. Wer den höchsten Betrag erzielt und das Rätsel löst, qualifiziert sich für das große Champions-Finale. Und das sind die Regeln. Wer gedreht hat, muss einen Konsonanten nennen. Wer einen Vokal kaufen will, darf nicht vorher drehen. Ein Vokal kostet 100 Euro. Das Geld wird vom erspielten Guthaben abgezogen. Ich fühle mich wie eine Stewardess der Liebe und das bin ich auch. Das machst du wundervoll, Thomas. Kai? Du fängst an. Ich wiederhole nochmal, weil in der Aufregung vertut man sich da gerne mal. Also, wenn ihr einen Vokal kaufen möchtet, vorher bitte nicht drehen. Okay. Kostet nur 100 Euro. Also immer eine gute Wahl, wenn man ein bisschen was auf dem Konto hat. Und der Höchstbetrag in der ersten Runde ist 500 Euro. So, und jetzt das Rätsel bitte. Und das kommt aus der Kategorie Körper. Kai, your turn, im wahrsten Sinne des Wortes. Erste Runde. Oh, bescheiden fängst du an mit 50. Ich nehme ein Envy Nordpol. Dreimal als Envy Nordpol, damit schon 150 auf dem Konto. Wie machst du weiter? Du darfst nicht lang zögern. Ach, ich kann mich an Thomas gar nicht satt sehen. Ja. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Easy. S wie Siegfried. Oft eine gute Wahl. Jawohl, 600. Da sagt der Kai ganz cool, easy. Also das ist ja ein schönes, großes Rätsel. Da ist einiges zu holen.
wenn man es richtig anstellt und das Rad einem hold ist. Ja, das kein gefährliches Feld in sich. 250, anständig. Ein R wie Richard. Jawoll! Auf einen Schlag! 1000 Euro dazu. Viermal das R wie Richard. Ich kaufe ein E wie Emil. Sehr smart. Und jetzt bringen wir gleich den Thomas zum Schwitzen. Oh. Thomas, jetzt aber Action. Komm. Da ist noch. Und unten. Schatz, unten. Unten. Jawohl. Kein, nicht zu lange warten. Du hast 5 Sekunden. Sonst erscheint die Tröte. Ein D wie Dora. Einmal das D wie Dora. Mittlerweile schon 1700 Euro auf deinem Konto. Durchaus stattlich. Ein T wie Theodor. Zweimal 200 auf dein Konto dazu. Du hast 2100 auf deinem Konto. Ich kaufe ein I wie Ida. Mhm. Dreimal, ein echtes Schnäppchen sozusagen. Aber du schüttelst den Kopf, bist du noch clueless? Clueless, komplett clueless. Okay, ja, dann musst du noch ein bisschen zocken. Ach. Die 200. Ich nehme ein H wie Heinrich. Ja, Fortuna ist dir noch hold. Dann kaufe ich ein U wie Udo. Ein U wie Udo. Und dieser kleine Jingle heißt, jetzt sind keine Vokale mehr drin. Keine Vokale mehr drin. Das heißt, du müsstest jetzt lösen oder drehen. Auf geht's. Ein B wie Bertha. Und schon wieder 1000 auf deinem Konto. Mittlerweile, ach du meine Güte, 3100 Euro bei dir auf dem Konto. Würde ich gerne lösen. Ja. Beim Essen bewegt sich nur der Unterkiefer. Jawohl! Das ist tatsächlich so. Eine kleine Hintergrundinfo. Der Oberkiefer ist ein fester Bestandteil unseres Schädelknochens und eben nicht einzeln zu bewegen. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Aber beim Essen? Ja. Nur? Ja, stimmt. Mhm. Verstehst du? Gut zu wissen ist auf jeden Fall Kai. Erste Runde am Rad. Hammer. 3100 Euro. Hey. Danke. Das ist super. Ein Durchmarsch! Wow! Fantastisch! Also, Dora, ja, aber nicht verzagen. Du bist ja die Treppe runtergekommen. Ich muss dir ein Kompliment machen. Und ich habe gedacht, wow! Danke! Ich hatte was für eine Granate! Weißt du, wie ich geschwitzt habe? Oh, Jungs, auf jeden Fall die Treppe nicht runter, ne, weil die so breit ist. Du und hast die Haare schön, klar. Friseurmeisterin. Egal, was passiert, Hauptsache die Haare liegen. So. Und du bist aber auch ein, du sagst ja von dir selbst, du bist ein Adrenalin-Junkie. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich habe so viel Energie und ja, du merkst das, das muss irgendwie raus. Ja, dann bist du bei uns aber mit dem Adrenalin genau richtig. Ja. Du hast auch ein sehr, sehr spezielles Hobby für eine Frau, durchaus ungewöhnlich. Nämlich welches? Ich bin Sportschützin. Macht mir unheimlich viel Spaß. Und das hat auch mit Entspannung, Konzentration zu tun. Richtig, das kannst du jetzt vielleicht für dich nutzen. Ja, das... Ich sag mal, Doro, du bist jetzt unsere Waffe, für die man einen Waffenschein braucht. Am Rad! Und das gleich beginnen. Denn jetzt geht es los mit Runde 2.